Guten Tag vom Gardasee. Ich stehe hier mit dem neuen KTM Machina Capojo. Das ist ja so das Schweizer Taschenmesser im Portfolio der Österreicher. Das ist ein 160 mm EMTB mit Bosch Smart System und auch sonst ein, zwei kleine und großen Highlights. Ich erzähle euch alles dazu. Ja, das KTM Machina Capojo ist an und für sich ja kein neues Rad im Portfolio von KTM. Es ordnet sich ja zwischen dem Prowler, das ist so das Vollgas E-Enduro mit 180 mm Federweg auf der einen Seite, und dem Machina Lycan, dem 140 mm Tourenfully ein. Bewegt sich, wie gesagt, so zwischen dem Spannungsfeld Enduro und Tour. Wir haben einen Aluminiumrahmen mit Mallet-Laufrädern. Vereinfacht gesagt haben wir ein 29er Laufrad vorne, also ein großes Laufrad. Wir haben 650B hinten. Sorgt einfach dafür, dass man vorne ein sehr gutes Überrollverhalten hat und hinten ein bisschen mehr Grip. Der Reifen ist auch ein bisschen breiter und man hält einfach das Heck so ein bisschen kompakter. Heißt, man bewahrt die Agilität auf dem Trail und hat nicht so ein super langes Fahrrad. Ansonsten ist die Geometrie auch dem Einsatzbereich vollkommen angemessen. Die fällt zwar sportlich aus, ist aber nicht so extrem, dass zum Beispiel ungeübte Fahrer damit nicht auf Anhieb klarkommen würden. Ja, fürs Modelljahr 2022 ist die größte Neuerung, zumindest auf den ersten Blick, sicherlich das Bosch Smart System. Besteht aus dem bekannten, bewährten Bosch Performance CX Motor. Das heißt, wir haben hier 85 Newtonmeter maximales Drehmoment, eine sehr kompakte Antriebseinheit, die auch nur 2,9 Kilo auf die Waage bringt. Also hier ist alles beim Alten geblieben. Was neu ist, ist der Akku, der fasst jetzt 750 Wattstunden Kapazität. Der Vorgänger hatte ja nur 625. Und was ebenfalls neu ist, ist die komplette Bedieneinheit. Wir haben hier eine sogenannte LED-Remote, das heißt ein Bedienteil mit integrierten LEDs, die geben Auskunft über den Ladestand des Akkus und über die gewählte Unterstützungsstufe. Das heißt, das haben sich ja viele schon lange von Bosch gewünscht. Man kommt auch sehr gut ohne Display jetzt klar. Aber KTM verbaut hier trotzdem ein Kiox 300 Display, das ist ebenfalls neu. Erinnert sehr stark an das bekannte Kiox, ist ein sehr schön, sehr gut ablesbares Farbdisplay, sieht ein bisschen moderner aus als der Vorgänger. Im Gegensatz dazu ist das hier aber komplett optional. Das heißt, seid ihr lieber ohne Display unterwegs, überhaupt kein Problem, das könnt ihr einfach abbauen und ihr habt die volle Funktionalität des Antriebs über die LED-Remote. Der Antrieb hat noch weitere Neuigkeiten, er heißt ja nicht umsonst Smart System. Da jetzt im Detail drauf einzugehen, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Deshalb, wenn es euch interessiert, dann klickt mal hier, da verlinke ich euch unser Video zum Bosch Smart System. Auf den Akku bin ich gerade schon kurz eingegangen. 750 Wattstunden, ja, ist super. Noch ein bisschen mehr Kapazität. Aber auch bei Bosch kann man die Gesetze der Physik nicht ganz aushebeln. Das heißt, mehr Kapazität heißt, der Akku ist auch größer geworden. Und schon der 625er war ja jetzt nicht unbedingt klein. Führt dazu, dass die Fahrradhersteller, die das neue System verbauen, sich überlegen mussten, wie bringen wir den Akku im Rahmen unter. KTM hat das, finde ich, super schön gelöst, fällt kaum auf. Und noch als i-Tüpfelchen lässt sich der Akku nach oben entnehmen. Das betone ich dazu, weil bei fast allen anderen modernen EMTBs, gerade mit den großen Akkus, geht er nach unten raus, weil die Entnahme so einfach ein bisschen einfacher zu lösen ist. Man hat hier mehr Platz für eine Akkuklappe. Aber der Akku wiegt 4,5 Kilo. Das heißt, wenn man den entnimmt, muss man aufpassen, dass er nicht rausfällt. Man muss immer das Vorderrad ein bisschen einschlagen und das Unterrohr ist gern einfach auch mal ein bisschen dreckig. Deswegen die Entnahme nach oben ist auf den ersten Blick deutlich komfortabler. Wie hat das KTM gemacht? Zum einen hat man das Schloss vom klassischen Akkuschloss in einen abschließbaren Deckel umgesiedelt. Das heißt, wir haben kein klassisches Akkuschloss mehr, das quasi den Akku selbst im Rahmen sichert, sondern wir haben hier einen abschließbaren Deckel. Es sitzt hier unten ein Schloss. Wenn man das aufmacht, dann kann man diesen kleinen Deckel einfach nach oben abnehmen und hat Zugriff auf den Akku. Damit man den gut greifen kann, verbaut KTM so einen kleinen Haltebügel auf der Unterseite des Akkus, der klappt nach außen, man kann den Akku bequem nach oben rausziehen und zur Seite entnehmen.
Das ist aber wirklich Millimeterarbeit, gerade bei einem Rad wie hier, wo wir hier noch einen Dämpfer mit Piggyback haben. Das heißt, hier ist echt nicht viel Platz und man muss schon so ein bisschen üben und nach rechts und links bewegen, dass der Akku dann rausgeht. Das Einsetzen ist dagegen sehr viel einfacher. Also, wie gesagt, ich finde es eine super elegante Lösung. Sie ist nicht perfekt, aber sehr, sehr gut. Zu dem Modell jetzt spezifisch, wir haben das Makina Kapo 7971, das ist das Top-Alu-Modell im Portfolio. Das kostet knapp 6.400 Euro und bringt dafür eine, wie ich finde, angemessene Ausstattung mit. Das Fahrwerk kommt von Fox, sind Performance-Elemente mit der 36 an der Front und dem DPX2-Dämpfer im Heck. Ja, wir haben hier eine 36er Gabel trotz 160 mm Federweg. Ja, es gibt auch noch die 38er Gabel mit dickeren Standrohren, bringt natürlich so ein bisschen mehr Steifigkeit, ist aber meiner Erfahrung nach wirklich nur bei wilder Fahrt auf anspruchsvollen Trails spürbar. Und wer das möchte, der kann bei KTM sich immer noch das Prowler anschauen. Da haben wir dann 180 mm Federweg und eben auch die 38er Gabel in der Front. Antrieb und Bremsen komplett Shimano XT von A bis Z, das heißt Schaltwerk, Shifter, Bremsen, Bremsscheiben, alles Shimano XT. 12-fach-Schaltung, 510% Bandbreite, reicht allemal für ein EMTB. Bremsen, 4 Kolben vorne und hinten mit großen Scheiben, auch bei einem großen, schweren Fahrer auf längeren Abfahrten, mehr als genügend Reserven an Bord. Laufräder, hauseigene Felgen mit DT Swiss Narben, habe ich überhaupt nichts auszusetzen, wie generell an der gesamten Ausstattung. Also insgesamt finde ich, ist ein wirklich sehr, sehr schöner Gelände-Allrounder, der nicht nur bei Action auf dem Trail, denke ich, eine gute Figur macht, sondern auch wirklich als geländetaugliches, potentes Tourenrad. Sieht KTM, glaube ich, ganz ähnlich, denn wir haben hier versteckt Aufnahmen für einen Gepäckträger, für Schutzbleche und einen Seitenständer. Das heißt, wer das Rad als Tourenrad einsetzen möchte, dem steht überhaupt gar nichts im Wege. Ja, das war's von mir also hier mit dem neuen KTM Makina Kapoho. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zugucken. Wir sehen uns, glaube ich, ganz bald wieder. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.